ich bin Iveta, Zweifachmama und Unternehmerin. Neben Ordnung liebe ich es auch zu kochen. Deshalb zeige ich euch in meinem dritten Kapitel der Live Beautiful Serie mit West Wing, wie ich ein gesundes und einfaches Abendessen für meine Familie vorbereite. Wenn ihr sehen wollt, wie ich lebe und welche Ordnungstipps ich fürs Zuhause habe, schaut euch gerne meine ersten beiden Videos an. Machen wir kein Geheimnis daraus, als Zweifachmama und Unternehmerin ist es nicht immer einfach und ich struggle wirklich häufig, wie ich das alles mit dem Essen, den Kindern und dem Job unter einen Hut kriegen soll. Mein Tipp ist es an der Stelle, im Voraus zu kochen. Meistens plane ich mir 3 feste Tage in der Woche ein, an denen ich koche und dann koche ich 2 Speisen im Voraus, dass wir einfach am nächsten Tag schon versorgt sind. Ich liebe das Flair auf Märkten, wenn einfach alles so super angeordnet ist, versetzt mich immer so ein bisschen in den Süden und gibt mir immer so ein totales frisches Gefühl. Heute gibt es bei uns eine einfache One-Pot-Pasta mit einer Paprikasoße und einem etwas abgeänderten Caprese-Salat. Bei der Ernährung von unseren Kids achte ich natürlich total auf Obst und Gemüse. Ich mache kein Hehl draus, natürlich mögen die auch nicht alles an Gemüse. Mein Tipp an der Stelle, wirklich einfach nur pürieren. Dort kann man nämlich Dinge untermischen, die die sonst nicht essen würden. Dankeschön. Danke. So. Dankeschön. Und bitte vielen Dank, danke. Tschüss. So, ich habe jetzt alles bekommen. Jetzt geht's ab nach Hause in die Küche. So, jetzt haben wir alle Zutaten zusammen. Ein Teil hatte ich schon zu Hause bei mir im Vorratsschrank. Zwiebeln, Knoblauch und das Olivenöl brauchen wir noch. So, wir starten jetzt mit der Paprika. Die kommt in unseren neuen Behälter. Der ist nämlich auch ofenfest. Wir brauchen trotzdem einmal noch Backpapier. Da das Backpapier ja immer gerne mal wieder zurückrollt, muss das einmal komplett zusammengerührt werden. Aufmachen. Und jetzt kann man es ganz normal falten, ohne dass es wieder zurückrollt. So, die Paprika wird jetzt einfach nur halbiert. Dann holen wir hier die Kerne raus. So, beide Hälften in die Auflaufform legen und bei 200 Grad für ca. 25 Minuten in den Backofen. So, während die Paprika jetzt im Ofen ist, mache ich mich schon mal an den Salat. Der ist nämlich mega schnell gemacht. Ich habe eine abgewandelte Art des Caprese-Salats nachgemacht mit einer Avocado. Mögen wir alle sehr. Ist super einfach und gesund. Meine Leidenschaft fürs Kochen habe ich irgendwann während meiner Studienzeit tatsächlich entwickelt, als ich es leid war, ständig nur Fast Food zu essen und ein inneres Bedürfnis tatsächlich hatte, mich einfach mal gesund zu ernähren. Damals, es waren wirklich noch so die Anfänge von YouTube und Social Media, habe ich mir die ersten Kochvideos ausländischer tatsächlich, nämlich aus der mediterranen Küche, Accounts angeschaut und war irgendwie total geflasht, was die gekocht haben und vor allem, wie einfach und simpel die es gemacht haben. Und so ist dann so ein bisschen auch meine Leidenschaft für die mediterrane Küche entstanden. Außerdem habe ich genau in dieser Zeit meinen Ehemann kennengelernt und seine Familie hat immer unheimlich gerne gekocht. Und so stand ich dann immer wieder bei seiner Schwester in der Küche und habe ihr dann so über die Schulter geschaut. Die hatte damals schon 2 Kinder. Was sie gemacht hat, wie sie es gemacht hat, in welcher Reihenfolge sie es gemacht hat. Kochen ist für mich wirklich pure Entspannung. Ich versuche auch immer, vor den Kindern nach Hause zu kommen. Ich höre nie Musik beim Kochen. Ich schaue auch nicht irgendwie Fernseher oder so. Ich telefoniere auch nicht. Für mich ist es wirklich vor allem nach so einem stressigen Office-Tag die Möglichkeit, runterzukommen. Ganz einfache Arbeitsschritte, monotone Geräusche von der Lüftung zum Beispiel. Das ist wirklich mein Zen. So, die Paprika ist jetzt fertig. Das erkennt man, weil die so Bläschen oben gebildet hat.
Das heißt, wir können die Haut, nachdem die jetzt etwas abkühlt, ganz einfach abziehen. Für etwas mehr Würze und schon einen speziellen Geschmack tue ich dann noch in Öl eingelegte getrocknete Tomaten rein. Je nach Geschmack, ich würde sagen, 3 Stück sollten reichen. Dann nehmen wir von dem Olivenöl, weil das ist wirklich sehr gut gewürzt, davon auch noch mal so einen Esslöffel rein. Und dann kommt da jetzt noch Knoblauch rein und ein bisschen Parmesan, Salz und Pfeffer. Natürlich mögen meine Kinder nicht alles, was ich koche, wie Kinder halt so sind. Das ist auch gar nicht schlimm, weil jeder hat auch einen eigenen Geschmack. Aber es gibt eigentlich nur eine Regel bei uns, dass man es zumindest probieren muss. Und wenn man dann sagt, dass es einem nicht schmeckt, dann ist es auch in Ordnung. Dann essen sie halt was anderes in dem Moment. Jetzt kommt ein bisschen Olivenöl in die Pfanne und dann brate ich Zwiebeln und Knoblauch etwas an, dann kommt noch ein bisschen Sahne dazu, Parmesan, Nudeln und natürlich die pürierte Soße. So, jetzt schwitzen wir ein bisschen Zwiebeln in der Pfanne an, genauso Knoblauch und dann kommen noch die restlichen Zutaten hinzu. Boah, hier riecht es jetzt gerade so gut nach Paprika, so richtig schön mediterran, fast wie im Urlaub. Kommt noch Sahne hinzu. Absoluter Pro-Tipp, Parmesan schon in die Soße reinmischen. Das ist einfach so viel cremiger und leckerer. Also für alle Parmesan-Lover, das müsst ihr einmal ausprobieren. So, die abgekochten Nudeln, die werden da jetzt noch untergemischt und dann sind wir auch schon fast fertig. Bevor wir jetzt essen, fülle ich mir schon mal ein bisschen von den Nudeln für morgen fürs Office ab. Dann habe ich nämlich direkt was zum Lunch. Die Kinder haben immer relativ lange Schule, deswegen ist bei uns traditionell um 18 Uhr Abendessen. Manchmal nerve ich sie auch damit, aber Traditionen sind mir einfach wirklich wichtig und das ist schon fast wie ein Ritual und so eine gewisse Pause auch am Tag. Ich richte die Teller hier in der Küche immer schon an, damit auf dem Tisch einfach ein bisschen mehr Ordnung herrscht. Und wir Erwachsenen, wir nutzen dann meistens halt die großen Teller und die Kinder dann die kleineren. Die essen weitaus weniger natürlich. So, und dann kommt jetzt die Pasta hier drauf und daneben der Salat. Das war's von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut euch doch gerne die anderen Kapitel meiner Live Beautiful Serie mit West Wing an. Ciao!